Hey, hey und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. In meinem Haul-Video habe ich euch ein paar Sachen gezeigt und ich habe gesagt, die trage ich mit euch zusammen auf. Und zwar einmal die Snake-Palette von Tami Tanuka. Itsy Bitsy Teeny Weeny Mini kleine Palette. Aber super schöne und interessante Farben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das wird für mich heute eine absolute Premiere, mit dieser Palette zu schminken. Also ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Dann die Mascara von Got to Be. Die hat so ein ganz langes Gummibürstchen. Ich bin gespannt. Ich habe sie schon ein bisschen atmen lassen. Ihr wisst, ich sage ja immer, eine Mascara muss atmen. Und dann den Hatice Schmidt Highlighter in der Farbe Fair. Dazu habe ich übrigens heute einen Post gemacht bei Instagram. Da ging es primär aber nicht um den Highlighter oder um die Produkte, sondern um etwas anderes. Wenn euch das interessiert, schaut gerne mal bei Instagram auf meinem Kanal vorbei, auf meinem Kanal, auf meiner Seite. Ich verlinke sie euch hier unten. Meine Haare habe ich heute nicht geglättet. Ich hatte keine Lust. Also müssen wir heute wieder mit dem Löwen-Look zurechtkommen. Ja, was soll ich sagen? Nicht lange reden, lasst uns loslegen. Ich habe mir meine Pinsel bereitgestellt und ja, ich gucke mal, was ich daraus so zauber. Ich bin tatsächlich sehr gespannt. Ich weiß nicht, wie ist die Pigmentierung? Ich weiß gar nichts. Ich weiß auch wirklich nicht so richtig, mit welchen Farben ich gehe. Ich würde sagen, wir swatchen erstmal eine Runde. Wo swatche ich denn mal am besten? Ich fange jetzt einfach mal so an. Ich habe euch das ja mal so schon mal angeteasert, wie das aussieht mit diesen Farben. Die sind echt der Hammer. Das ist Wahnsinn. Also diese Pigmentierung ist echt mega, mega, mega. Wobei ich halt auch glaube, dass bei dem einen oder anderen echt ein Stain bleiben will, wird. Und dann hier so. Ja, jetzt muss ich mir nur noch überlegen, was ich so auf mein Auge packe. Weil ich muss einen Look schminken, der also nicht so außergewöhnlich ist, weil ich will gleich noch ein Video drehen. Womit fangen wir denn mal an? Ich fange mal mit ein bisschen größerem Blenderpinsel an. Nimm mal diese hellste Farbe, dieses Grün. Das ist eigentlich schon fast irgendwie so Limettengrün. Ich hole euch mal eben ein bisschen dichter ran. So, so soll es wohl gehen. Und bringen das jetzt erstmal. Ich glaube, ihr könnt das ganz gut sehen, ne? So aufs ganze Lid. Geh noch mal in die Farbe rein. So sieht es übrigens auf dem Pinsel aus. Ich glaube, wenn man einen fester gebundenen Pinsel nimmt, was ich jetzt ja gerade nicht möchte, kann man da viel mehr. Viel mehr Farbe mit aufbringen. Das wollte ich sagen. Ja, und was mache ich jetzt? Mit was arbeite ich jetzt weiter? Ich nehme jetzt mal diese Farbe direkt darunter. Nimm ein bisschen fester gebundeneren Pinsel. So ein Blenderpinsel von Emily. Ich muss mich da erstmal dran gewöhnen, dass ich mich jetzt auch so nah sehe. Das ist nämlich für mich auch eine ganz neue Funktion. Dann packen wir das hier mal so ein bisschen in den Innenwinkel. Ich schneide das Video übrigens nicht. Der ist aber echt fest, der Pinsel. Weiß nicht, war der vom Waschen noch so fest? Das sieht doch schon mal richtig gut aus. Bringen das vielleicht ein bisschen weiter nach oben. Und
Lass das aber hier so wirklich im, habe ich eben Innenwinkel gesagt? Im Außenwinkel. Und eigentlich möchte ich ja, am liebsten möchte ich ja diesen Duochrom-Ton auf jeden Fall benutzen. Und den benutze ich wahrscheinlich für den Innenwinkel. Also den Duochrom-Ton muss ich auf jeden Fall benutzen, weil, mein Gott, der ist so schön. Jetzt blende ich das nach oben hin nochmal so ein bisschen aus. Nimm mir dazu nochmal was von diesem hellen Ton. Der liebe René von René's World, ich verlinke euch den hier unten mal. Den findet ihr nur bei Instagram. Der hat mir mal so ein paar Tipps gegeben, dass ich ein bisschen weiter nach oben arbeiten soll, damit der Lidschatten auch zur Geltung kommt. Der macht übrigens mega coole Looks. Mega coole Looks. Also wirklich Wahnsinn. Die sind so cool. Also, ich bin ja kein Profi, das wisst ihr. Für mich lassen sich die Farben super einfach verblenden. Auch ineinander wirklich schön verblenden. Ich finde das Ergebnis jetzt schon richtig cool. Ich überlege jetzt gerade, ne, ich glaube aber bei dem Duochrom-Ton, ich säuber mir das jetzt mal ein bisschen aus. Ich mache das jetzt tatsächlich mal. Den Tipp habe ich auch bekommen von dem lieben René. Ich nehme dazu den Hourglass Concealer. Ich mache ja sowas sonst nicht so, dieses Cut-Crease-Geschehnis. Aber jetzt mache ich das tatsächlich mal und guck mal, ob das einen richtig heftigen Unterschied macht. Und auch hier hat er gesagt, zieh's dir ein bisschen weiter nach oben, weil wenn man das, und da hat er ja auch recht, ne, wenn man das Lid dann nachher zumacht, sieht man von den Tönen nicht mehr so viel. So, ich habe das jetzt mal ein bisschen ausgesäubert. Nennt man das so? Ich glaube, oder? Und ganz professionell mache ich gerade meinen Pinsel in einem Tuch sauber. Und jetzt. Also ich glaube, ich möchte den. Ich nehme den jetzt mit dem Finger auf. Also ich bin so gespannt. Ihr glaubt das gar nicht. Also auf dem Finger kommt der schon mal richtig raus. Und auf dem Lid, aber exaktement genauso. Ich habe jetzt keinen Pinsel genommen. Ich weiß nicht, wie das mit dem Pinsel wirkt. Aber natürlich kann ich das auch gerne nochmal machen. Ich nehme jetzt einfach mal eben den Pinsel, mit dem ich gerade ausgesäubert habe. Und ja, ihr seht das, auch mit dem Pinsel ist dieser Ton sofort da. Oh mein Gott, ist sehr schön. Seht ihr das? Ich glaube, das kann die Kamera tatsächlich ganz gut fassen. Verblende das jetzt hier noch mal eben so ein bisschen. Einfach hier so ein bisschen rüber verblenden. Und jetzt werde ich mir noch mal einen ganz kleinen Pinsel nehmen. So ein Stippling-Pinsel und hier nochmal von dem hellen Ton was nehmen und mir das mal eben in den. Oh, ich glaube, der ist fast ein bisschen zu festgebunden. In den Innenwinkel setzen. Und nach oben hin verblenden. Oh mein Gott, ist das schön, oder? So, ich habe jetzt das Auge auch fertig gemacht. Ich habe mir das hier an der Seite so ein bisschen mit diesem dunklen Lidschatten, den ich mit diesem hier noch so ein bisschen verdichtet habe. Also mit, jetzt muss ich selber gucken, mit diesem Funkelton habe ich das noch so ein bisschen verdichtet.
und habe mir wie so einen kleinen Lidstrich das nach oben gezogen. Ich nehme euch jetzt noch mal eben so ein bisschen wieder raus. So. Und jetzt möchte ich mit euch die Wimperntusche probieren. Ich gucke noch mal eben, wie die heißt. Fake it. Also fake it. False-Lash-Mascara. Also falsche Wimpernmascara. Ich bin gespannt. Ich habe mir, ich glaube, ich habe es eben schon gesagt, den Wimpernkranz jetzt nicht mit einem schwarzen Kajal verdichtet, weil ich jetzt genau gucken möchte, mal, was die so macht, wie die funktioniert. Ich habe sie, wie gesagt, schon ein bisschen offen liegen lassen. Ich will es auch nicht nochmal sagen. Eine Mascara ist wie ein guter Wein. Die muss ein bisschen atmen. Ihr wisst das selber, manchmal funktioniert man eine Mascara nach dem zweiten, dritten Mal besser und, ne? Langes, schmales Gummibürstchen nach oben hin. Ich mag solche Bürstchen eigentlich ganz gerne. Wobei mir das in der Tat egal ist, weil ich finde, oder ich glaube ja, dass es nicht wichtig ist, was sie für ein Bürstchen hat, sondern wie sie funktioniert. Ich biege mir die Wimpern. Das ist eine Wimpernzange von Shiseido. Ich finde, man merkt schon einen Unterschied, was für eine Wimpernzange man benutzt. Andere sagen ja, das merkt man überhaupt nicht, aber gut. Übrigens können wir noch mal darüber reden. Ich bin in Love, wirklich. Also, ich fange an. Ich tusche mir erst immer so ein bisschen die Spitzen. Muss mir hier den Spiegel mal eben richtig hinstellen. Ich weiß nicht, ich kann euch vielleicht da auch so ein ganz kleines Stück näher ranholen. Das kann nicht so einfach hier. So, und dann gehe ich vom Wimpernkranz an. Also sie fasst die Wimpern gut. Das kann ich schon mal sagen. Es kommt auch nicht so viel Produkt mit raus. Das mag ich auch ganz gerne. Sie ist aber nicht auf der trockenen Seite, sondern eher ein gutes Mittelding, würde ich sagen. So, und dann schließe ich ein Auge auch, dass ich auch wirklich vom Wimpernkranz rankomme. Also sie hat bis jetzt noch nicht abgedrückt. So, das ist die erste Schicht. Da wir es nicht so weit nach oben gucken, weil ich habe im Moment durch ein Wimpernserum so lange Wimpern, dass, wenn ich zu schnell nach oben gucke und die Wimperntusche noch feucht ist, dass alles oben dran kleben bleibt. Und das ist ja nicht das, was ich möchte. So, also. Ich glaube, ich mache jetzt auch nicht das intelligenteste Gesicht dabei. Aber bitte, wer macht ein intelligentes Gesicht, wenn er sich Wimperntusche aufträgt? Ich gehöre jedenfalls nicht dazu. Und finde ich das schlimm? Nein, finde ich nicht schlimm. So, jetzt lasse ich das mal einen Moment trocknen. Und nutze die Gelegenheit, meinen neuen Highlighter von Hatice aufzutragen. Übrigens, ich habe ja schon den Highlighter in der Farbe Light und ich liebe ihn. Ich liebe ihn, ich liebe ihn, ich liebe ihn. Also, ich nehme so einen Reffer-Pinsel. Manchmal kann man echt tolle Schnäppchen machen bei Reffer. Ja, ich klopfe ab. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Eigentlich ist das Quatsch. Aber, okay, gucken wir mal. Ja, der ist so ein bisschen stärker als der Light. Der Light hat ja eher so einen goldenen Unterton. Ich finde fast, oder liegt das an meinem Rouge? Ist der so ein bisschen rosé oder habe ich jetzt einen Knick in der Optik? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er super, super schön.
Na. Super schön, oder? Hier geht es näher und hier geht es weiter weg. So. Ich muss damit noch ein bisschen experimentieren. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, oder? Einfach. Ja, so ein bisschen Erwachsenen-Glow, ne? Aber ein wunderschöner Glow. Vor allen Dingen setzt er sich nicht so in die Poren. Und ja, bei mir darf auch Highlighter auf die Nase. Mache hier sogar jetzt nochmal so ein bisschen drunter, so ganz leicht. Und ich habe mir heute richtige Bushy Brows gemacht. Hatte ich richtig Lust drauf. Ja, was soll ich sagen? Mir gefällt der andere Highlighter schon richtig gut und dieser auch. So, jetzt dürft ihr nochmal ein bisschen raus, weil. Ich hoffe, ich würde nicht schwindelig. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Zweite Lage Wimperntusche. Oh je, ich glaube, ich habe zu lange gewartet. Die ist schon fast angetrocknet. Ja, es geht noch. Aber ich glaube tatsächlich, viel mehr ist da nicht rauszuholen. Ich schreibe euch auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr übrigens gerne immer mal reingucken. Da verlinke ich euch auch Sachen, die ich benutze. Und nein, ich kriege dafür kein Geld. Dafür ist mein Kanal viel zu klein, sondern ich mache das einfach, wenn ich Lust dazu habe, weil das ist ganz schön viel Arbeit, Leute, da die ganzen Sachen zu verlinken. Aber manchmal habe ich nette Tage. Es hört sich auch völlig überheblich an, ne? Aber gut. Jetzt trage ich sie mir unten auf. Ich finde, für unten ist sie richtig gut. Ich wollte euch unten in die Videobeschreibung schreiben, wie sie hält über den Tag. Da bin ich auch gespannt. Übrigens habe ich mir mal was überlegt. Für ein Videoformat. Ihr könnt ja mal unter das Video schreiben, ob ihr das gut finden würdet. 5 Tage, 5 Mascaren. Und zwar trage ich jeden Tag eine andere Mascara auf. Film das mit. Und zeig euch, wie die so über den Tag verteilt hält. Also, das ist jetzt das Endergebnis. Ich glaube, viel mehr bekomme ich da nicht raus. An sich schön, wenn man so auf lange, lange Wimpern steht. Ich glaube, wenn man Schwung möchte, wird es schwierig. Wie gesagt, ihr habt ja gesehen, ich habe meine Wimpern gecurlt. Und ja, ich glaube, die sind ruckzuck wieder unten. Ich guck mal, wenn ich sie ein paar Mal öfter benutzt habe, wie sie sich dann so macht. Ein Fazit. Mega schöne Palette. Unfassbar tolle Pigmentierung. Lässt sich leicht aufs Auge bringen. Ihr habt es gesehen, ihr wart live mit dabei. Der Highlighter ist einfach schön. Ich kann ihn euch hier auch nochmal swatchen. Jetzt habe ich aber auch richtig reingelangt in das Ding. Also wenn man den aufbauen will, dann kann man richtig Gas geben. Der setzt sich aber auch kein Stück in die Poren. Und das würde man bei mir auf der Hand tatsächlich sehen, weil auf der Hand habe ich wirklich viele Poren. Alle drei Produkte gefallen mir gut. Die Mascara, wie gesagt, vielleicht habe ich jetzt auch ein bisschen zu lange gewartet und die war schon ein bisschen zu trocken und ich konnte nicht mehr aufbauen. Aber an sich, ja, eine schöne Alltagsmascara. Wie gesagt, ich schreibe unten rein, wie sie gehalten hat. Ihr könnt mir ja mal unten reinschreiben, was ihr von dem Videoformat haltet, was ich so vorhabe. Und ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, wie ihr den Look findet und ob ich schwindelig geworden ist. Ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz tollen Tag. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Bis dahin. Tschüss.